Hey Leute, in diesem Video möchte ich euch 10 Dinge zeigen, die Rockstar in GTA 6 unbedingt reinbauen sollte bzw. wieder zurückholen soll aus älteren GTA-Teilen. Als erstes habe ich mir mehr Details notiert, denn es wäre ziemlich cool, wenn man GTA endlich mit einem Blinker betätigen könnte. Dies geht auf dem PC leider nur mit Mods und auch der Scheibenwischer sollte endlich mal eine Funktion bekommen, dass er irgendwie den Regen von der Windschutzscheibe wegschiebt, sage ich mal. Und damit sollten dann auch Regentropfen auf Autos kommen, wenn es regnet, denn das ist auch nur in GTA 5 auf dem PC durch eine Mod möglich, aber dafür sieht das ziemlich cool aus. Und es sollte endlich auch mal Regenschirme in GTA 5 geben, denn ihm ist aufgefallen, in jedem Open-World-Spiel gibt es Regenschirme, außer in GTA 5. Als zweiten Punkt habe ich die KI, denn die ist in GTA schon allgemein nicht wirklich gut, aber im fünften Teil ist sie nochmal wirklich ein Ticken schlechter geworden. Also die fährt einem jetzt viel öfter rein als früher, die rastet immer sofort aus, wenn man rumschießt und fährt dann einfach alles zusammen und irgendwie ist es vollkommen bescheuert. Auch die Polizei sollten sie mal überarbeiten, denn es ist nicht so, dass wenn die Polizei im reinfährt, dass man einen Stern bekommen sollte. Das ist einfach nur irgendwie ein bisschen bescheuert und da sollte Rockstar auf jeden Fall in GTA 6 noch dran arbeiten. Der dritte Punkt bezieht sich eher auf die Welt bzw. auf die Map, wo GTA 6 spielt. Und zwar fände ich es cool, egal in welcher Region GTA 6 spielt, dass es mehrere Städte geben sollte. Und zwar nicht so kleine Städte wie Sandy Shores und Los Santos und hier Grapeseed, sondern so wirklich so wie in GTA San Andreas mit San Francisco, Las Vegas und Los Angeles, dass man zwischen den Städten hin und her fahren kann, dass so eine Fahrt auch mal, was weiß ich, 5 bis 10 Minuten dauert von Stadt zu Stadt, wo dann auch Zuglinien und Passagierzüge ihren Einzug in GTA wirklich finden würden, da die noch nie so wirklich sinnvoll waren. In GTA 5 ist man mit dem Auto schneller, in GTA 4 war man mit dem Auto schneller, in GTA San Andreas war man mit dem Auto schneller. Irgendwie waren Züge in GTA immer so eher so die Nebenrolle und ich finde, mit mehreren Städten könnten Züge und allgemein der Transport auch mit Fluglinien und sowas ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Als ich mir Gedanken zu dem Video gemacht habe, ist mir natürlich als erstes der Online-Modus von GTA aufgefallen. Wenn dieser in GTA 6 weitergeführt wird, wovon wir mal einfach ganz stark ausgehen, da Rockstar in den letzten Monaten wirklich viel Geld damit eingenommen hat, sollte es einfach keine Hacker mehr geben. Die Sharkcuts müssen unbedingt raus, weil die gesamte Wirtschaft in dem Spiel komplett kaputt machen. Die Sachen müssten ein bisschen billiger werden, weil ganz ehrlich, wer kauft sich eine Yacht für 10 Millionen? Oder beziehungsweise wer hat sich das normal auf normalem Wege erfahren? Ich glaube so ziemlich keiner. Jeder hat das irgendwie durch einen Hacker bekommen. Und was ganz wichtig ist, Simeon muss endlich aus dem Spiel raus, weil der geht einem ziemlich auf die Eier mit diesen 2 Sterne verteilen, wenn man in ein scheiß Auto einsteigt. Als nächsten Punkt habe ich mir begehbare Gebäude notiert, denn wie in GTA 4 sollte es auch in GTA 6 wieder begehbare Gebäude begeben. Denn ich fand die begehbaren Gebäude in GTA 5 wirklich sehr rar verteilt, bis gar nicht eigentlich. Und das war schon sehr viel verschenktes Potenzial. Es wäre zum Beispiel ziemlich geil gewesen, wenn man in die Maze Bank Arena reinkommen würde oder auch mal in den Flughafen, dass es da ein Terminal gäbe, wo man irgendwie reingehen könnte. Und dann da ein bisschen Remi-Demi drin machen könnte oder einfach wie in GTA 4 die Plattenbauten betreten könnte. Das wäre ziemlich cool gewesen. Was ich auch noch als sehr wichtig erachtet habe, sind Nebenaktivitäten. Denn die waren in GTA 5 wirklich gar nicht mehr vorhanden. Du konntest nichts mehr machen. In GTA San Andreas konntest du noch eine Menge machen. Da konntest du in ein Fitnessstudio gehen, da gab es auch noch Bars, da gab es ein Casino, was ja laut Gerüchten mit einem DLC dazukommen sollen. Man konnte auch in GTA San Andreas noch den Burger-Shot betreten und alles, es war einfach viel vielfältiger, man konnte viel mehr neben den Missionen machen, wobei es bei GTA 5 natürlich auch eine Menge Optionen gab, aber solche Sachen wie gerade das Fitnessstudio sollten auf jeden Fall in GTA 6 wieder zurückkommen, denn das ist ja schon fast das Markenzeichen von einem GTA. Passend zu dem Punkt Nebenaktivitäten fände ich es ziemlich cool, wenn die Minijobs wieder Einzug erhalten würden in GTA 6, denn in GTA 4 konnte man damals die Polizeiaufträge machen und in GTA San Andreas gab es ja allerhand von Nebensachen. Da gab es Taxifahrer, gab es Krankenwagen, auch da gab es Polizei, was weiß ich, was es da noch alles gab. Es war wirklich eine Menge, das Spiel war gut gesät mit Minijobs und ich habe die damals sehr gerne gespielt, so neben der Mission. Ich finde, das wäre eine gute Bereicherung für GTA 6, wenn man dann irgendwie noch vielleicht Pilot werden könnte oder sein könnte als Nebenjob, irgendwie ein Zugfahrer oder so. Das wäre schon ziemlich cool, so als kleine Nebenaktivität. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber als Punkt 8 habe ich mir einen Freizeitpark notiert. Ich fand es immer schade, dass es in GTA noch nie so einen richtigen Park gab. Ich meine, gut, klar, wir hatten GTA 4 mit diesem Park in Brooklyn und in GTA 5 gab es den Pier. Allerdings finde ich,
sollte es in meinen richtigen Freizeitpark wie ein Disneyland-Verschnitt oder sowas geben, wo du dann irgendwie reingehen kannst und eine Attraktion benutzen kannst und einfach auch chillen kannst. Das wäre ziemlich geil. Vor allem online-Modus stelle ich mir sowas ziemlich spaßig vor und ich hoffe, dass so etwas oder so etwas in der Art in GTA 6 Einzug finden wird. Als Punkt 9 habe ich mir Jahreszeiten notiert, denn aus einer Fahrzeugliste, die auf jeden Fall mittlerweile bestätigt wurde, die in der Entwicklung geleakt wurde, geht heraus, dass anscheinend Skigebiete geplant waren, da in der Fahrzeugliste ein Sessellift und auch ein Schneepflug gelistet waren. Und das wäre ziemlich cool gewesen, wenn Rockstar das eingebaut hätte. Es kann natürlich sein, dass es noch als DLC kommt, denn einige Fahrzeuge auf der Liste sind erst vor kurzem per DLC erschienen. Und deswegen ist es nicht auszuschließen, dass wir vielleicht sogar bald einen Skiregionen-DLC von GTA angekündigt bekommen. Dennoch fände ich es cool, wenn es in GTA 6 eine kleine Skiregion geben würde oder einfach mit Jahreszeiten, wo man dann irgendwie durch die Story von, was weiß ich, Frühling bis Sommer, Herbst, Winter durchswitcht und dann im Winter quasi die Story beendet. Und das dann irgendwie ab da und dann langsam weiter seinen Lauf findet, die Jahreszeiten. Das wäre ziemlich cool, wenn Rockstar so etwas in der Art einbauen würde. Der letzte Punkt richtet sich eher an Rockstar und seine Politik als an GTA, denn ich finde, Rockstar sollte für den Multiplayer von GTA unbedingt die Sharkcards entfernen, die tun dem gar nicht gut. Die bekommen dadurch zwar eine Menge Geld, aber auf lange Frist wird das irgendwann die Spieler einfach nur noch vergrauen und abschrecken. Und was auch noch gut wäre, wenn Rockstar GTA 6 sofort für den PC veröffentlichen würde oder allgemein einfach gleich auf allen Plattformen, die es bis dahin gibt, also PS5 und Xbox 2 auch sofort veröffentlichen würde, nicht dann bei diesen PS4 und Xbox One so lange stecken bleiben, nur damit die dreimal abcashen können im Endeffekt. Das fand ich bei GTA 5 wirklich einen großen Kritikpunkt, dass Rockstar wirklich einfach von GTA zu GTA immer geldgeiler wurde und in GTA 5 hat es wirklich einen neuen Höhepunkt erreicht und das sollten sie auf jeden Fall ändern zum Gute der Spielerschaft. Jetzt seid ihr gefragt, was meint ihr, welcher von diesen 10 Punkten wird wohl am ehesten in GTA 6 vorkommen und welchen meint ihr, wird Rockstar auf gar keinen Fall umsetzen? Schreibt es mal in die Kommentare, mich würde es auch echt mal interessieren, wo ihr meint, wo GTA 6 spielen wird, in New York, Vice City oder vielleicht in einer ganz neuen Metropole. Es schwanken ja Gerüchte, dass es in Portland spielen soll, aber das sind wie gesagt nur Gerüchte und schreibt auch mal ein bisschen was rein, was ihr denkt, was da als Handlung Drahtzieher quasi wäre. Geht es wieder Richtung Banken oder vielleicht komplett in Gang? Es gibt auch Gerüchte, dass man irgendwie auf Seiten der Polizei dieses Mal steht. Wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare und schreibt auch mal rein, welchen Punkt der 10 Punkte ihr am besten fandet, beziehungsweise welchen ihr am ehesten in GTA 6 sehen wollt und welchen ihr meint, den Rockstar am ehesten wird umsetzen wird und welchen Punkt meint ihr, wird Rockstar auf gar keinen Fall umsetzen. Schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es echt mal interessieren und damit bin ich raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, macht's gut. Tschüss.